Okay, läuft ungefähr so ab. Es geht darum, einen Track in 2 Stunden komplett fertigzustellen. Es wird ungefähr so ablaufen. Taktlos, wird gleich reinkommen, auf die Uhr gucken. Schon vorbei. Auf die Uhr gucken, sagen, ab jetzt läuft die Zeit, dann wird ein Thema ausgesucht, dann fange ich an, ein Beat zu produzieren. In der Zeit schreiben die, dann wird das aufgenommen. Und was innerhalb von 2 Stunden nicht fertig ist, wird weggeschmissen. Punkt. Glaubt ihr das Unglaubliche? Bastard oder was? Mir, wenn auch. Hm? Bastard und Taktlos oder was? Das Übernatürliche. Okay, cool. Da ist das Übernatürliche. Da ist er schon. Und was fängt ihr an? Tag. Dann sag mal, was in der Uhrzeit? 17:20 Uhr, genau. Ah. Fangen wir jetzt an? Womit? Das ist nur die Überschrift. Überschrift. Überschrift, Alter. Das aus copyright-technischen Gründen mache ich das immer. Damit keiner meine Texte klauen kann. Ja, ich hätte die ja mal auf. Ich verkaufe die dann mit. Außer mach. Der könnte natürlich meine Schrift nachmachen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Aber ich habe einen Trick entwickelt. Ja. Oh, stimmt. Ich gebe mir immer sehr große Mühe und mache ganz kleine Details immer überall rein. So kleine Sternchen und so. Und das präge ich mir dann so tief in mein Gedächtnis, dass ich genau weiß, welcher Millimeter wohin gehört, wenn mich irgendwann mal der Richter fragen sollte, ob ich das wirklich mein Text ist, mit dem Millionen gemacht wurde. Dann sage ich, ja, ich weiß Bescheid. Guck mal den Punkt da. Ihr könnt mich nicht verarschen. Du schon gar nicht, du und so. Schnitt. Los geht's. Wiedergeburt? Oder irgendwas mit Augen? Also mach alles ein da vorne. Ey, Tempo? Diese Froschaugen, die haben krass aus, Alter. Hä? Wie soll das immer sein? Was kann man mit Augen machen? Augen sind der Spiegel der Seele, einfach. Also Augen ist das genau. Thema. Augen? Ja. Alles klar. Augen. Ja. Tempo? Ist okay? Bisschen langsamer. Okay, so. Ja. Okay. Du hast jetzt direkt alles, was mit Augen zu tun hat. Ja. Rund ums Auge. Was du dir darunter vorstellen kannst. Augen. Okay. Mit dem Ton machst du das nicht zu laut, das wird wieder verzerrt.
Na, das dauert jetzt aber. Jetzt muss ich erstmal hier Export-Action machen. Was musst du machen? Export. Export. Import-Export. Import-Export-Business. Wasser der gänzischen Kippchen. Das ist eine Schweinerei. Hopp, hopp. Notfall, Alter. Übelst Alarmstufe. Ah, es geht. Nochmal Glück gehabt, gerettet, Alter. Jesus hat mir geholfen. Yeah. Zwischendurch ein bisschen Zeit für das Alter, überleg mal, ob es in der Frau ist. Zeit läuft, die Zeit läuft, die Zeit läuft, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Zeit. Wer öffnet dir die Augen, wenn der Hass versucht zu rauben, was die Liebe übrig ließ? Verschließ dich Gottes Gnade, renn in Luzifers Arme, um Erleuchtung zu erlangen. Gefangen auf dem Schachbrett der Illuminaten. Wir sind nichts weiter als Springer, Bauern und Reiter, Spielfiguren, ein Zeitvertreib von Königen. Schon vielen wurde das Erkennen verwehrt, sag, hast du die Gabe zu sehen, das Damoklesschwert steht über dein Kopf. Ein falsches Wort, eine falsche Tat und du hast dein ganzes verficktes Leben vertan. Ich sehe die Dinge, die andere meiden, deswegen muss ich so viel Schmerzen erleiden. Ich gehe den Weg, den schon Jesus gegangen ist, Alpha und Omega, ich bin das Gleichgewicht zwischen dem Bösen, dem Guten, die Welten. Ich helfe den Menschen, den Erdball zu ficken mit göttlichen Mächten, die Flammen zu euch nach Hause zu schicken. Mein Schicksal ist es, ein Bastard zu sein, aber leider bin ich damit nicht allein. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich sehe tote Menschen.
spät dran, Alter. Zeit. Keine Zeit. Jetzt fast Zeitverschwendung gewesen. Ansichtssache, verschiedene Meinungen, Unterschiede machen die Würze. Ich sehe die Kürze eines Menschenlebens, ich sehe die Länge einer Sekunde. Menschen hört die Kunde, die ich bringe. Ich zwinge niemanden zur Einsicht, noch spendet die Sonne uns Licht, aber bereits morgen ist er dicht, bewölkt der Himmel, die Erde ist gewölbt und der Kopf ist eine Scheibe. Ich schreibe auf, was mir in den Sinn kommt, Sinn oder Unsinn. Das Sinnesorgan, Auge, Initiator, der Habgier. Ich sage euch, Gott ist ein wildes Tier. Manche haben nicht einmal eine vage Vorstellung davon, wie groß sie ist. Sie, die Unendlichkeit. Du kannst nicht mal über deinen Tellerrand schauen. Leute wie du trauen sich nichts, sie fürchten die Klauen der Vergeltung. Aber sie kommt sowieso. Okay, ich mach doppelt. Genau. Okay. Sind wir auch da? Wir sind da. Nehme ich gar nicht mehr. Wie weiter? Okay, reicht. Reicht. Refrain. Refrain. 11 Minuten. Was wollen wir machen? Aufstehen und lachen. Sehr gut. Ich sehe Menschen, die sich hassen, ich sehe Menschen, die sich lieben. Ich sehe Menschen, die durch ihre Außergewöhnlichkeit Geschichte schrieben. Nur das Vertrauen in sich, Außergewöhnliches geschieht. Du kannst dir deine Augen kaum glauben, nur 2 Stunden für ein Lied. Ah, ah ja, okay, mach mal schneller das hin. Es sind auf deinen Augen kommen. Menschen, die sich hassen, ich sehe Menschen, die sich lieben, ich sehe Menschen, die durch ihre Außergewöhnlichkeit die Geschichte schrieben. Nur das Vertrauen in sich, Außergewöhnliches geschieht. Du kannst deine Augen kaum glauben, nur 2 Stunden für ein Lied. Los, beeil dich. Beeil dich. Nehmen wir davon deine Spur. 2. Jetzt. Außergewöhnlichkeit Geschichte schrieben. Nehmen wir dir dich und. Ich sehe Menschen, die sich hassen, ich sehe Menschen, die sich lieben, ich sehe Menschen, die sich lieben.
Geschichte geschrieben. Du hast Vertrauen in sich. Außergewöhnliches geschieht. Du kannst deinen Augen kaum glauben. Nur zwei Stunden für ein Lied. Okay, pass auf. Laut, sag doch. Aus. Aus. Kurz quatschen. Aus. Über dieses Ganze, was ihr hier treibt. Wer öffnet dir die Augen, wenn der Hass versucht zu rauben, was die Liebe übrig ließ? Ich sehe Menschen, die sich hassen. Ich sehe Menschen, die sich lieben. Ich sehe Menschen, die durch ihre Außergewöhnlichkeit Geschichte schrieben. Nur das Vertrauen in sich. Außergewöhnliches geschieht. Du kannst deine Augen kaum glauben. Kurz bitte? So ohne, weißt Amir? Du, ohne der Beleuchtung, die gerade in zwei Stunden für ein Lied? Dogma und auch einfach Kamera hinstellen und gar nicht irgendwie in ohne Länden. Effekte, ohne nichts. So wenig soll ich noch groß sagen? Also, passt doch. Okay, dann geht's ab hier, okay? Ich lass mich mal ein bisschen samplen und so. Okay. Ach, du auch noch, ja? Okay, ich werd heute von beiden Seiten durchgenommen. Okay, RHT. Nutte des Jahres. Producer des Jahres, oder? Boah, nimm das so, wie du willst. Okay. Gut, ich muss wirklich ein paar Sachen machen. Also ich war die ganze Zeit wirklich mit Daniel vertieft in Unterhaltung über Islam. Und Desai. Mach's aus. Ja? Sag mal, kannst du deinen Text am Ende was mit zwei Schluss irgendwas reinbringen? Dann passt es zum Mund, weißt du? Ich hab mein Ende schon. Ja. Aber egal. Schreibe ich meine Ende um? Meine Ende beginnt beim ersten Wort vom Text. Nochmal 60 Zeilen, kein Problem. Guck gemacht, Alter. Wirklich? Lass mal hören. Also, in zwei Stunden kann so viel geschehen. In zwei Stunden kann man so viel Unglück sehen. Zwei Stunden reichen für die Ewigkeit. Zwei Stunden für ein ganzes Leben Zeit. Super. Boah, ich glaube, das ist mit einer meiner Lieblingstracks auf dem ganzen Album. Hört euch diesen Track an. Nochmal. Es geht los und keiner hält uns zurück. Wir schenken Trost in einem Zirkel von Unglück. Dieser runde Ball dreht und dreht sich weiter. Es bleibt keine Zeit zum Überleben. Mit Schultern, Schultern! Doch man bedeutet nun das Leben, wie es kommt. Nichts ist berechnet, wir bilden eine Front gegen intolerante Menschen. Eure Engstirnigkeit kennt keine Grenzen. Warum seid ihr nicht kurz still und hört uns zu? Wir haben mehr zu vermitteln als blinde Kuh. Du kannst hier zwischen den Zeilen lesen wie im Buch. Verdammt, hast du mehr zu sehen als an Welt. Es ist der Fluch. Deshalb schreibe ich auf, was ich sehe. Ich schreibe und schreibe, damit die Leute mich verstehen. In zwei Stunden eröffnet sich eine neue Welt. In zwei Stunden explodiert sie und zerschellt. 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 Noch eine bitte. Atmo. Mach noch eine Dings, ich brauch noch eine. Die Zeit läuft doch! Ich brauch noch eine, Alter, ganz schnell. Der Schell! Der Schell! Mama Becker, Dings, Refrain. Hä? Refrain. Ja, ja. Refrigity. Mama Refrigity! Hier riecht es! Hier riecht es! Ich will das mal aufräumen. Was ist denn nicht für eine? Haha! Wunderbar, ba! Für zwei Spuren heißen. Zwei Stunden reichen für die Ewigkeit. Zwei Stunden für ein ganzes Leben Zeit. Zwei Stunden reichen für die Ewigkeit. Zwei Stunden für ein ganzes Leben Zeit. Kannst du zum Wasser beschreiben, sind wir fahren. Jetzt da auf die Ohren abfahren. Die Sterne geraten auf ihrer Bahn. Denn unsere Anziehungskraft versetzt Berge. Ekelhaft, deine Stärke ist das Falsche. Du bist bei guten und Jungen in dieser Gesellschaft. Hey,
Ey, das sind 24 Takte, Alter. Das war doch nur Probe, damit du auspegeln kannst. Ach so. Also so willst du immer rappen jetzt, ja? Ja. Okay, gut. 2 Stunden reichen für die Ewigkeit. 2 Stunden für ein ganzes Leben Zeit. Ein anderes Wort für Dogma ist spontan. Warte mal. Ein anderes Wort für Dogma ist spontan. Taktlose Bastard, wir schreiben simultan. Feste auf die irrelevanten Sterne. Laut. Der Hook muss nochmal aufgenommen werden. Bitte? Der Hook muss nochmal aufgenommen werden. Der gesamte Hook? Okay, dann. In 2 Stunden kann so viel geschehen. In 2 Stunden kann man so viel Unglück sehen. 2 Stunden reichen für die Ewigkeit. 2 Stunden für ein ganzes Leben Zeit. In 2 Stunden kann so viel geschehen. In 2 Stunden kann man so viel Unglück sehen. 2 Stunden reichen für die Ewigkeit. 2 Stunden für ein ganzes Leben Zeit. Ich hab noch nie was von diesem Eminem gehört. Zeig mal was. Okay, Leute, jetzt kommt Eminem. Seid ihr fast? Was macht es dem Schädi jetzt noch drauf? Was macht es dem Schädi so oft? Er macht einen Grund. Ja, dann. Kurde kam hier in kleine Kolmar und Schokorabi. Da kann ich es am Wand. Das Problem ist, wenn wir mit dem Nech Ali haben, da rauf haben, das sagt, wenn der Hohen und der Lach, aber mein Anschein war. Ja. In der Hand, das ist das. Ja, komm, bitte. Und ich bin der Schlöfe, komm, der ولا حاجة ما تيجي اللي ميت وخص خوتي روحوا المرأة بيحبوا أمنهم يعملوا قصة المسلم شي ده نسيته منه بص عامل ازاي ماسك اللي انتوا عارفينه ومصبع الناس كلها بس 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 Taktlos! Sehr schön, ne? Dogma im vollen Effekt. Die Zeit rennt, läuft. Ja, das Problem bleib ist, wir stehen. Machen gerade noch einen Track mit Fork, Alter. Noch nicht ganz fertig. Da ist der Beat, los geht's. Los geht's. Die Aufnahme läuft. Wie lange brauchen wir, Alter? Nicht lange. Weniger als eine Stunde war, brauchen nicht mal 10 Minuten für einen Track, Alter. Ich habe heute schon 10 Tracks aufgenommen, Alter. Und jetzt kommen die nächsten 10, Alter. Mein Album ist morgen fertig. Ich habe heute schon 10 Kilo abgenommen. Aber gleich esse ich wieder 20 Kilo. Ich hatte schon mein Album vor 3 Monaten fertig, aber ich hab's aus Spaß wieder gelöscht, damit ich nochmal neu machen kann. Ich hab vor 3 Monaten nur 3 Kilo gewogen. Jetzt bin ich wieder 90. Alles gar kein Problem, Alter. Wo ist denn hier das Klo? Alles, was wir heute brauchen. Die Küche durch und dann rechts. Das Klo ist da? Ja. Korrekt. Ist jemand drin? Ja. Ich bin wegen Dogma hier, was ist los? Wir machen das gleich, aber erstmal müssen wir das Lied schnell machen.
kein Problem, wir nehmen das sofort auf. 10 Minuten dauert es, gar kein Problem. Wir machen so Thema, sind alles, was wir heute einfach brauchen. Angebermäßig. So ein besonderes Thema, angeben, wer wir sind, so repräsentieren. Okay? Warum kannst du kurz Text schreiben? Ja. Ja. Was du, aber wo denn? Wie denn? Achso, jetzt hier reinmachen. Oder willst du jetzt vorne? Na, 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 na. Was erwartet uns? Was für eine Dino? Mein Gott ist nicht mein Gott. Ich bin mein Gott. Quatschen, Alter. Sag mal Robert Bescheid, einfach Andi. Was? Einfach Andi. Alter, kommst du klar, oder? Na klar, Andi. Wo ist mein Gift? Einfach Andi. Du, ja? Du siehst auch ein bisschen aus in mir, Alter. Ja, ich bin schwarz geworden, Alter. Ja. Alter, du bist eine alte Sau. Ey, das wird ein bisschen Schwein, ey. Das krieg ich einfach viel. Du bist eine alte Sau. Ich sag da ja. Ja, das möchte ich erleben. Das erlebst du nicht mehr, weil nee. Du immer nie so lange hier bleibst. Ey, hör doch mal auf, Mann. Wirklich, Mann. Wie kannst du das nicht draußen machen? Ey, du bist eine alte Sau. Warum, Alter? Das ist zu dir! Ja, wer weiß! Ach, ist hier auf dem Boden! Schreib mal auf, hier sind die geilsten. Ja, scheiße! Schreib ja nicht hier! Ey, Mann! Ey, Alter, mein. Nee, mach das draußen oder in der Küche! Über das Spülbecken! Du kannst es nicht sehen, wa? Nee, ey, sag mal, ist doch nicht normal, Alter! Ja, gib mal den Knipser jetzt her! Ja, dann mach das draußen in der Küche! Alter, ich Spüle. Mach den du bist ein alter Sau! Alter, du Sack! Du bist ein Schwein, ey! Okay, dann mach ich jetzt so. Ja, so, muss man so sagen. Hier ist noch Fell auf dem Boden. Mann, das ist ein Schwein. Nein, mach mal. Wir müssen jetzt aber echt professionell machen. Ich muss richtig professionell laufen. Ja, ganz, ganz dick, Alter. Die geilsten Sexbomben wie beim Fleischer. Nackte Tatsachen, Alter. 5 Minuten hat's gedauert, Alter. 5 Minuten, Mann. Yeah. Ausrufezeichen, Alter. Die geilsten Sexbomben. Ja, aber nicht. Ja. Nee, mach mal nackte Tatsachen. Was? Du hast mir perfekt geschickt. Ich krieg Glücksachen her. Alter, ich schmeiß doch raus hier, ey. Ich sieh das einfach in die Miete ab, ich schwör. Ja. Du dumme Sau, ey.
ihr seid. Ah. Wer ist der Typ? Ja, wir sind. Dogma-Projekt. Fertig? Ja. Ich kann gleich aufnehmen, ja? Ja, richtig, ja. Bam, bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berlin West A, Berlin O, Berlin C, Berlin Octopussy, deine Muschi. Ich mache AA auf alle MCs. T-A-K mit den Beleidigungen wie am Fließband. Ich sehe dich am Schießstand. Dein Gesicht hängt an der Wand mit ruhiger Hand. Schieße ich dir zwischen die Augen. Ich genieße den Augenblick, in dem sich deine Augen für immer schließen. Ich gebe kein Fick, Bitch. Lauter als alle. Yeah! Yeah! Ja, lauter als... Yeah! Seid nicht undankbar und bezahlt bar für Dogma. Oder mein Bulldogge kommt und frisst deine Mama zum Frühstück. Bitch! Yo, yo, yo! MCB Doppel STARD! Ich hab ein A vergessen. Oh, oh. Großer Mann, taktlos. Muss kleinen mal Mikro runter. Oh nein, das Mikro geht nicht runter. Geh runter! Baram, bararam, barararararam, barararararararam, baram, baram. Okay. Ich hab dein Arsch gefunden und jetzt wird reingebumst. Ich bin dein Engel, Baby. Der Staub auf meinen Schultern wird mit deinem Handschlag weggewedelt. Mein Teufel hab ich deutschen Rap veredelt. Ich bin und bleib ein Bastard. Ja, ja. Ich weiß, dass euch das gut gefällt. Yeah. Ja, ja. Yeah. Bin ich schnell oder was? Ich bin der Gottverdammt schnellste im Westen. Scheiße. Aber Fork ist noch krasser. Ich bin fertig, Alter! Wie ist das Lied geworden? Ja, natürlich perfekt wie immer, Alter. Du hast wie immer recht. Du hast wie immer recht. Wie viele Minuten haben wir noch? Dein Gesicht hängt an der Wand mit ruhiger Hand. Ja, wann haben wir denn wieder angefangen überhaupt? 5 Minuten? 13:30. Wann warst du hier? Um 6. Aber dann haben wir Fork noch aufgenommen. Sagen wir haben noch bis 8 Zeit. Halbe Stunde, schaffst du in einer halben Stunde? Ich bin TAK. Der Staub auf meinen Schultern wird mit deinem Mein Teufel hab ich deutschen Rap verkehrt. Ich bin ein Gott, man sollte Statuen von mir machen. Gib mir Respekt und euer Geld, doch den Rest könnt ihr euch schenken. Ihr wollt. Ist sogar getittert. Okay, ein weiterer Dogma-Brenner. MC Bastard.
Unglaublich, wir sind einfach die Besten, Alter. MC Taktlos. Serg MC. Am Mischer. Und Beat von Mello. Yeah. Der Beat ist Killer, finde ich. Biatch! Sein Studio hier. Ich sag nur noch einmal Biatch. Ey, Hobby, so. Dein Hobbyraum ist auf. Was sind schon Namen? Es kommt auf die Persönlichkeiten drauf an, ob es welche sind oder nicht. Charaktere, Individualität, kann die Persönlichkeit diesen Namen ausfüllen? Das ist die Frage. Was verbindet man mit diesen Namen? Stellen diese Personen diesen Namen gebührend dar? Wahre Worte, wahre Worte. Wahre Worte, lass so den Track nennen. Ich habe eine Vielzahl von wahrer Worte. Sie bringen dich an schöne und grässliche Orte. Welche Sorte? Erdbeer, Himbeer? Ich bin ein Berliner Bär und sehr schwer abzubringen vom Umbringen der von mir so gering geschätzten Rap-Fuzis. Okay, fertig. Picobello! Und? Hast du Hook? Wahrheit und Bild. Konfrontiert euch mit der Realität. Geht eure Lügen rum, die Wahrheit wird überleben. Um euch euer Schicksal zu zeigen. Okay. Dann lass mal erstmal pegeln, wa? Riecht scheiße, aber es schmeckt gut. Und Dichtung für alle, die gerne zwischen Zeilen lesen. Du musst an der Wampe arbeiten. Waschfettbauch. Waschbärbauch. Unübertrefflich. Ohne Wampe. Keine Schlampe. Ohne Wampe keine Schlampe. Wie lange habe ich denn jetzt? 10 Minuten. 10 Minuten, ja. Kabum! MC Bastard und TAK 47 2005. Der Weltuntergang kommt zu dir, Bitch. Okay, Taktlos. Ja. Was machen wir für ein Thema heute? Lass mal uns abdenken. Wie wär's mit Sternzeichen? Ey, gute Idee, Atze. Yeah. Yeah. Wir sind die Besten, Alter. Du bist Hund, Element Wasser, Phase positiv und Aszendent. Wie heißt es? Aszendent. Ja. Ratte. Hammer. Ratte. Hund, ja. Ich bin Hase. Ja. Und Element ist bei dir ist Wasser, bei mir ist Holz. Und Phase ist bei dir positiv, bei mir ist negativ. Und Aszendent ist bei mir Pferd. Ich brauche noch die BPM-Zahl vom Beat. Okay, dann wird die Zeit jetzt angehalten. Ich muss den Typen schnell anrufen. Wer ist der nochmal? Mann, natürlich Skoma, Alter. Mein Produzent, Alter. Mein Goldjunge. Ja.
Hallo. Schläft er schon oder was? Ich muss nochmal anrufen. Oh, ich glaube, er hat ausgemacht. So ein Schwein. Es geht. Hallo, Scorn. Laut, laut. Na, warte kurz. Okay, hörst du mich? Jo, okay. Hammer. Ey, du bist gerade live im Dings TV, Alter. Wir machen, nehmen gerade auf, weißt du, für unsere DVD. Wir machen grad... Warum hat er wieder aufgelegt? Ich ruf mal zu Hause an. 0, 5, 4. Okay. Was ist das? Die von Ihnen gewählte Rufnummer. Was soll das? Hat der Rechnung nicht bezahlt, Alter. Bitte rufen Sie die Arztkosten an. Ey, ist dein Akku irgendwie alle oder so? Laut, laut. Sag mal ganz kurz hier die BPM-Zahl von dem Lied. Ich denk mal 85 BPM oder so. 85, sicher? Ja. Soll mal nachgucken, nicht zurückrufen. Ich will kannst du nachgucken und mich zurückrufen? Ich probiere es. Vielleicht muss ich jetzt dann noch PC und so anmachen, weißt du? Ja, das wäre voll wichtig, Alter. Wir müssen gerade diesen 2-Stunden-Track machen, weißt du? Achso, ja. Okay. Ja, deshalb. Warte mal, ich guck gerade mal, ruf mal in 10 oder 15 Minuten nochmal an, weil dann ist doch der Akku geladen, ja? Boah, 15 Minuten, Alter, weißt du, wie viel das ist? Ja, da müssen wir Zeit stoppen jetzt, egal. Hey, hey, nee, das ist Dogma TV, da wird nichts gestoppt. Ja, guck mal, das, wir nehmen gerade auf, ich mit dir telefoniere und so, weißt du, mit Kamera. Das ist hart, das Business. Ich bin genau jetzt gerade fertig geworden. Ich auch. Hammer. Noch 5 Minuten üben, dann geht's los. Okay. Wir haben jetzt 65 Minuten. Okay. Besiegt der Löwe die Gazelle, schreit auf einer Todeswelle über das Land. Ja, 70 BPM. Wir brauchen ihn nicht mehr anrufen. Ja, okay, soll ich dich doch Bescheid sagen nochmal kurz? Ach, lass ihn ruhig am Telefon warten, bis morgen. Ja, nein, Mann, der Arzt ist nett, Alter, ich ruf dich dann an. Yo, Scone. Ja, ich hab den. 70, wa? Ja, 70 BPM. Ja, haben wir schon selber rausgefunden. Ja, also. Cool, aber danke nochmal, dass du da gemacht hast. Ja, kein Problem. Okay, also bis dann. Ey, warte mal. Jo. Was macht ihr da? Ich nehme die auf, oder? Ja, wir nehmen jetzt das Lied auf. Ja, was meinst du, nehmen wir DVD oder so? Ja, wir machen ja zu dem Album, was wir machen, eine DVD. Ja. Und wir machen ja jeden Track 2 Stunden. Ja. Weißt du, du hast ja den Beat gemacht, du musst ja auch die 2 Stunden einhalten. Ja, hab ich ja. Ja, und Dings, das ist einfach jetzt so die Dokumentation. Fängst du an? Wie du willst, bist du an. Okay, dann fang an. Warte, ich hab hier Refrain angefangen, dann schreib dir den Refrain weiter. Blicket hoch in den Himmel, was ihr seid, seid. Ihr blicket hoch in den Himmel, was ihr seht, seid ihr selbst. Oh, wenn du was einfällt. Unter welchem Stern bist du geboren worden? Liebst du den Frieden? Bist du bereit für ihn zu morden? Die Empfänger von unseren Worten sind stetig wachsende Horden von geisteskranken Psychopathen, die auf den von mir vorausgesagten Weltuntergang sehnsüchtig warten. Nochmal, 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 schnell, schnell, schnell! Warte. Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit. Unter welchem Stern bist du geboren worden? Liebst du den Frieden? Bist du bereit für ihn zu morden? Die Empfänger von unseren Worten sind stetig wachsende Horden von geisteskranken Psychopathen, die auf den von mir vorausgesagten Weltuntergang sehnsüchtig warten. Es wird Zeit für eine Veränderung. Meine Freunde, was von uns bleibt, war mal Erinnerung. Ich weiß, ich sollte feiern, solange der Club noch steht. Ich sollte mal tief atmen.
atmen, solange der Wind noch weht. Gott weiß, ich bin ein Zwilling und denke zweierlei. Ich will dich gern umarmen, doch habe die Axt dabei. Es tut mir schrecklich leid, du bist ein weiteres Opfer von Raum und Zeit. Sag mir, was Leben heißt, bevor meine Sinne den Tod wählen. Jede Sekunde zerreißt mich vom Kopf über den Oberkörper bis zu meinen Beinen. Immer weiter runter, immer weiter, bis ich letztendlich entzwei bin. Hier kommt der Bastard zusammen mit Tag N-O-Doppel-S von West-Berlin bis in die Ferne. Ragen die Zeichen empor aus den Sternen. Yeah! Das war's, Alter. Okay, schnell doppeln. Wir müssen auch noch Kurs machen. Hm. Unter welchem Stern? Soll ich Chorus schreiben schnell? Ja. Okay, ich schreib schnell Chorus. Ich bin der Chorus. Aufnahme oder? Gleich. Jetzt. Die Sterne stehen günstig für einen Mord. Natürlich besiegt der Löwe die Gazelle. Ich reite auf einer Todeswelle über das Land. Auch du wirst heimgesucht. Nochmal. Die Sterne stehen günstig für einen Mord. Natürlich besiegt der Löwe die Gazelle. Ich reite auf einer Todeswelle über das Land. Auch du wirst heimgesucht. Die Stadt sinkt. Dein Reimpotenzial ist eine Qual für meine Ohren. Tsunami ist nur ein Alibi-Wort für meine Mordslust. Ich bin eine Naturkatastrophe. Jede Silbe, jedes Wort und jede Strophe bricht über dich zusammen wie ein Meer aus Flammen. Mehr, mehr und noch mehr. Menschen gehen drauf. So ist der Lauf der Zeit. Bist du bereit für die moderne Astrologie? Sie sagt voraus, was unvermeidbar ist. Aber wer sein Schicksal kennt, kennt keine Angst. Nennt mir euer Geburtsjahr und ich nenne dir deine Todesstunde. Ist gekommen, um sein Leben ist er geschwommen. Vergebens, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Orkane. Und der Playboy? Tag, die sind unaufhaltsam. MC Bastard und Taktus mit den Astroflows. Die Sterne. Okay, jetzt Chorus. Hier, mach. Schnell, mach doch. Mach. Okay, dann sagst du das Letzte und ich sag dir, wer du bist, sagst du, okay? Okay. Du bist Bastard. Bist du bereit? Okay. Du musst mir nur sagen, wann du bereit bist. Ich bin immer bereit. Die Sternzeichen über den Wolken weisen uns den Weg in den Himmel. Sag mir, was ist dein Zeichen? Was ist dein Zeichen? Was? Was ist dein Zeichen? Und ich sag dir, wer du bist. 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 Okay, fertig. Fertig. Ja. Das ist richtig geiles Lied gemacht, oder, glaube ich. Mal sehen. Was ist dein Zeichen? Was ist dein Zeichen? Was? 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 Okay, dann super fertig, Alter. Wir liegen genau in der Zeit perfekt mit dem Telefonanruf. Eingenommen haben wir jetzt 20 Minuten hat der Telefonanruf gedauert, ungefähr mit dem Warten. Ja, genau perfekt auf die Sekunde fast fertig. Hast du Hunger? Ja, immer. Was machen wir dagegen? Ist Bock auf Magic Mac? Okay. Guck mal den alten
Du hast noch 15 Minuten, um das Lied fertig zu machen, ja? Ey, das schaffe ich auf gar keinen Fall, Alter. Warum denn, Alter? Ja, weil das total gegen meine Psychologie ist. Das steht nicht in meinem Leben. 15 Minuten, das reicht doch für lange, Alter. Nein, mach das mit mir nicht, Jungs, Alter. Okay, hört mal auf damit. Ich will ja nichts damit zu tun haben, okay? Nehmt das Lied so, wie es ist. Oder ja nicht. Ich hätte noch nicht aussteigen müssen. Nein. Karl Marx? Scheiße! Du, wegen dir. Alles wegen dir. Der ist schuld. Geh, Alter. Probleme wegen der Spielsucht, ich schäme mich, mir bleibt nur die Flucht nach vorne. In vorderster Front bekämpfe ich meine Schwäche, meine einzige Angriffsfläche dreht sich. 36 Zahlen plus die Null, ich bin im Minus. Rechnungen stapeln sich, wo ist mein Geld? Ich wurde nur hingehalten, für BRP7 habe ich nichts erhalten, keinen Cent. Ich habe einen Trend gesetzt und zu allerletzt denkt man daran, mich zu bezahlen. Jetzt habe ich das Geschäft selbst in die Hand genommen, die mir Geld schulden werden bekommen, was sie verdienen. Geld verdienen, es ist hart, kein Hartz IV, ich bin Hardcore. Ein Formular beim Arbeitsamt ausfüllen, ohne mich. Es wird gehasselt, das Geld verpasst, sinnlos der Staat gehasst, Taktus und Bastard, Dogma. In 2 Stunden viel Kohle machen, ich hole mir alles wieder, nichts ist vergessen, nichts wird vergessen. Und nach dem Lied gehe ich gut essen. Delikatessen. Ja. Jetzt wird es Zeit zu töten. Okay, mach schnell. Brauchst du nur eine Minute. Warten lassen, du bist krank mit Fieber und so. Korrekt. Ich werde jetzt nicht gut, ich danke schön. Muss ich nicht bezahlen, ne? Okay. Also, weil die Bills haben die Wort nicht. Ja, ist egal. Ist alles egal. Wollen wir die nach dem Thema fragen? Wen denn? Ist Verkäuferin? Ja,
aber. Hä? Meinst du? Ja, kann er mal probieren. Wir haben mal eine Frage. Frag du mal. Ja, wir sind halt Musiker und wir wollen jetzt, wir sind so ein Zeitdruck, wir müssen ganz schnell einen Text schreiben, uns innerhalb schreiben, uns innerhalb von einer Stunde. Und wir brauchen jetzt ein Thema ganz schnell. Ja. Hier zum Beispiel. Ja, doch vielleicht eine Idee. Vielleicht. Wir sind Musiker. Wissen Sie, was Interessantes? Spannendes? Mystisches? So, auf Anhieb fällt mir eigentlich nichts Gutes ein, sagen wir mal so. Was ist das Schlechteste, was Ihnen einfällt? Ja, also das Aktuelle, wie der Start dann abzieht, irgendwas, über den Start. Aha. Aber es ist ja meistens immer so eine Sache, ne, über den Start zu singen. Ah. Ich glaube, die Menschen sind mies drauf, Alter. Entweder sagen die Hartz IV oder der Staat ist beschissen, Alter. Irgendwas stimmt hier nicht. Oh, es ist noch weit. Yo, yo, yo. Hallo. Ja, ganz die Profis. Stoppuhr, Stoppuhr, los geht's. Stopp mal. Stopp mal. Auf was für eine BPM-Zahl einigen wir uns? Thema? Uhrzeit? Los. Ja, schnell, hart, soft. Boah, ich wäre für soft, Alter. Okay, soft, Alter. Da brauchst du dich so Psycho-soft. Psycho-soft. 20 nach 3. Okay, 20 nach 3. 20 nach 5. Ja. Wie alles begann. Wo willst du das Thema nehmen? Ja, aber auf was bezogen, Alter? Auf Rap oder auf Dings? Auf Drogen. Oh shit, Drogen. Oh, Drogenhölle. Thema ist nie wieder Frieden, ja? Nie wieder Frieden. Ja, also nur schön brutal und düster sein. Okay. Stimmung, Endzeitstimmung, Alter. Spät? 16:06. Okay. Ich denke, wir können bis 20 nach schreiben. Dann haben wir noch eine Stunde. Ja. Bis rein. Und abmischen und brennen. Abmischen auch? Ja. Echt? Ich dachte, abmischen wäre extra. Es gibt kein extra. Fliege in deinen Kopf. Hauptsache ich kriege den Kopf, der den hohen Geballtisch im Schlachthof. Zur Zeit ist es schlecht. Hallo!
Hallihallo! Ja, wie weit bist du vom Mikrofon entfernt? Ungefähr? Geh noch mal ein Stück weiter, bitte. Ja? Yo. Noch mal wieder näher ran, bitte. Yo. Ja, so, noch ein bisschen näher. Yo. Okay, so bleiben. Okay. Jetzt rap mal, ohne Musik. Nie wieder werden wir frei atmen können, denn ab heute hat dein endloser Krieg begonnen. Also es gibt vier Takte, ist ungefähr sozusagen das Intro praktisch, wo der Beat dann einsetzt, ne, nach vier Takten. So. Ich zähle dann irgendwie mit, dann so. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nie wieder werden wir frei atmen können, denn der Vollstaat ist ein exploser Krieg begonnen. Rache ist der letzte überlebende Instinkt. Wir stricken uns zu vergessen, dass es uns gibt. Hier sind sie, die Soldaten der letzten Generation. Wir sind das Endglied der Evolution. Diese Power weiter. Schon die Batze. Hast du was zum Ankleben? Für den Text? Ja. Ist hier denn hier zu tief? Ich kann das hoch machen. Ja, wenn ich da runter gucke, spreche ich nicht ins Mikrofon. Kannst du nicht auswendig? Ja, hast du gut gesagt. Endlich kommen die Dogma-Sprüche von dir. Mehr davon. Flieg, liebe Kugel, flieg in sein Kopf. Hauptsache Krieg, ich enthaupte den Freak. Rohe Gewalt, frisch vom Schlachthof. Nach dem Blutbad gucke ich TV, es läuft dick und doof. Die Fremdenlegion, Zeit zur Besinnung auf die eigenen Stärken. MCs merken nicht, wie ihnen geschieht. Zieht! Wer ist schneller? Ich behaupte mich in dieser ach so kalten Welt. Ich bin wortgewandt, stellt mich gegen die Wand. Los, drückt ab, ich bin taktlos, der über den Tod lacht. TAK, der Schlechte, das Gelächter, der Wächter an der Todespforte. Über dein Eintreffen ist laut ein echter Gefühlsausbruch. Mord und Totschlag, nichts lieber als das. Ich liebe den Hass der Menschen. Menschenfeind? Ah. Okay. Es gibt nie, nie, nie wieder Frieden. Wir ziehen in die Schlacht, um den Feind zu besiegen. Sagt uns wie, wie, wie wollt ihr sterben? Wir wurden geboren, um euer Dasein zu gefährden. Ah! So ist das, Alter. So läuft das bei Dogma, Alter. 2 Stunden. Nicht mal, Alter, wir sind schon fertig, mach dir den nächsten Track, das nächste Album, alles ja. Einfach, so einfach geht das. Warum tut ihr euch immer so schwer, hä? So einfach ist das, so macht man Hits. Ja. Ich geb mir jetzt eine Dröhnung, Alter. Was ist das für Geräusche? Ach stopp, brenne alles einfach jetzt. Nee, ich muss erst mal hinlegen auf die richtige Stelle. Hast du nicht beim Aufnehmen? Mann, bei diesen Zeitverzögerungen.
Und wie ist das Lied? Wer weiß. Hör, hab ich noch nie gehört. Ja, Kill macht Spaß. Kill macht Spaß. Blut. Voll oldschool, Alter. Yeah. Genauso wie der Krieg, der ist auch oldschool. Eine Kakerlake in deinem Zimmer. Korrekt, Alter. Richtig Ghetto hier, Alter. Richtig Ghetto hier. Guck mal da. Mann, das dauert. Genau 2 Stunden, Alter, yeah, wir sind die Profis, yeah. Der Shit ist fertig. Boah, mein Fuß ist eingeschlafen. Also taktlos. Ja, MC Bastard. Hast du eine Thema-Idee? Ja, also ich habe vor kurzem von Armin M. geträumt. Wer ist das? Armin M. hat von seinem Kumpel, also den hat er im Internet kennengelernt. Und sein Kumpel wollte unbedingt, dass Armin M. seinen Penis verspeist. Ja, und das haben die dann gemeinsam gemacht. Sein Kumpel ist verblutet dabei. Und ich denke mal, dass... Also ich habe von Armin M. geträumt, er kam zu mir und meinte, gib mir einen Arm, Bein, irgendwas, Alter. Nein, ich muss dich jetzt köpfen. Dann ich so, ey, bitte, Alter, komm, lass mich in Ruhe, ich mache einen Track für dich. Dann meinte er, okay, Alter, du machst einen Track für mich. Und dann... werde ich dich nicht köpfen, hat er gesagt. Aha. Und Rammstein hat auch schon ein Lied für ihn gemacht. Wer ist Rammstein? Ja, so eine bisschen Underground-Band. Was hältst du davon? Ah, was soll mein Part sein? Bei deinem Traum? Na gar nichts, gar nichts über Traum, Alter. Einfach nur so ein bisschen ausrastermäßig. Worüber denn? Kannibalismus und so. Kannibalismus, Massenmord, alles, was damit zu tun hat. Okay. Kein Problem für mich. Da kann ich aus dem Leben greifen. Kaiser Soße, ey, danke für den Beat, Alter. Der ist spitze, Alter. Krank! Ja, ich hab' ein Bildschirm.
als ein Sieger. Ich bin der Wahnsinn. Ich bin als ein Sieger. Menschen gehen zum Konzert, um von mir verzerrt zu werden. Bring die Knochen ab! Aber ist besser als ein Kinofilm. Und bitte, Action. 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 Biatch! Unser Hunger ist unstillbar. Gebt uns mehr! Wir brauchen Fleisch. Fleisch. Brauchen es zu sehr! Wir essen und essen. Roter Saft gerinnt! Vom Wahnsinn besessen. Und nach Hass gesinnt! Oh, shit. Thema? Ich weiß nicht. Hast du eine Idee? Ich habe einen Stift. Jetzt ist 14.45 Uhr. 16.45 Uhr. Okay. Ist dieses Depot okay? Ist gekauft. Schnell Thema, Thema. Thema okay. Thema-Idee? Hast du ein Thema? Dann Beat oder was? Egal, nein. Separat. Simultan. Alles zusammen. Nein. Thema, kümmert ihr euch mal ums Thema, ich kümmere mich um mein Instrument. Also, schlag was vor. Stell dir eine Situation vor, ja? Ja. Wir hätten noch eine Stunde zu leben. Okay. Das ist das Thema, ja? Wir hätten eine Stunde zu leben. Ja. Na, Stunde. Was würden wir in dieser Stunde machen? Okay. Zuerst einmal brauche ich ein Blatt Papier für diese Stunde. Okay. Wie gesagt, ich habe kein Papier. Nein, du hast kein Papier. Du hast kein Papier? Ich habe kein Papier. Ah! Alarm! Brauchst du die Rückseite? Nee. Wo ist mein Shift? Da ist mein Stift. Fertig, kann ich aufnehmen? Das ist der Beat? Nee, denn ich habe seit Langeweile, ich mache was anderes. Ich brauche nur 5 Minuten für den Beat. Ich bin schon seit 4 Minuten fertig. Ja, ist gut, weil wir haben vor 10 Minuten angefangen. Reife leichter. Zum, nimm den Beispiel. Sehr gut, wirklich, unglaublich. Thomas. Ich bin begeistert. Ich bin entgeistert. Und wo ist Real Geist? Hier. Auf Universum Welttournee. Oh. Gleich spielt er auf dem Europa. Das kann dauern, wa? Jahrhunderte? Für uns Jahrhunderte, für ihn Pups. Sehr gut. Sehr vorbildlich. Wie lange brauchst du noch? Meinst du Belasch? Dich? Meinst du mich? Ja. Ich brauche noch ungefähr halb so lang wie nötig. Sehr gut. Okay, ich bin fertig. Was? Schon? Ja. Respekt, Respekt. In der Reinigung.
Wer hätte gedacht, dass es so schnell gehen würde? Ey, ich brauch Beat, Alter. Ich kann so nicht rappen. Ging's üben. Mac, Mac. Hallo. Hallo. Wo ist denn der Beatmann? Okay, schnell, schnell. Wo ist denn der Beat? Wo ist denn der Beat? Wer hätte gedacht, dass es so schnell gehen würde? Ich spüre, wie mein Leben sich von Sekunde zu Sekunde von meinem Körper scheidet. Bin ich bald frei? So frei wie ein Adler über dem Ozean. Oder werde ich allein, alleine in die brennende Hölle fahren? Ein Teppich aus Blut verfolgt nun seine Bahn. Ich lieg mittendrin und denke über mein gottverdammtes Leben nach. Welche Fehler habe ich begangen, dass es so enden muss? Ich weiß, ich hab Scheiße gebaut, doch wer von euch wer? Gab mir den Todeskuss. Ich nehme euch mit, ich werde euch alle bis in die Träume euer Leben lang verfolgen. Ich will kein Mitleid, ich will nur Rache. Auch eure Kinder werden bezahlen. Noch bin ich im Erdenreich, doch schon bald bin ich ein Geist. Wem nur wem habe ich Buße zu tun? Ich sehe ein Licht, es ist soweit. Was? Du? Gott, nein! Okay. Back ging's, ja. Es geht schnell, Alter. Ich bin gedacht, schnell gehen würde. Ja, allein, alleine brennende Hölle fahren. Blut. Seine Bahn mittendrin, gottverdammtes Leben nach. Euch alle, euch alle. Bezahlen. Geist. Okay, Alter. Das ist Thomas zur Weme. Sag was zu meinem übergeilen Beat. Ist der übertrieben gut oder einfach nur gut? Oder hellisch gut. Überkrass gut? Oder? Hellisch gut, Alter. Ich hier Satanismus pur, sehr wa? Gut, Alter. Für zwei Stunden muss ich sagen. Everybody dance now. Ich bin einfach krass, ich weiß. Das ist Thomas zur Weme. Everybody. Das ist Tatlos. Und ich bin euer Gastgeber, Patrick Swayze. Tatlos Originalaufnahme. Eine Rarität. Ja, jetzt wird schon gut gehen. Glaube ich auch. Ich bin immer noch Patrick Swayze. In einer Stunde muss ich alles ins Reine bringen. Na, scheiß drauf, ich werde weiterhin keine Fick geben. Was ist schon das Leben? Jetzt, wo ich mein Schicksal kenne, ist Schluss mit der Quälerei. Der Qual, dem Stress, der West. Berliner Zirkus schließt seine Pforten. Ein letztes Mal zieh ich mein Kostüm an und beginne zu morden. Alle und alles, was ich schaffe, jetzt ist Schluss mit dem Affentanz. Wenn ich nicht mit dem Schwanz in der Posse sterbe, dann Pech gehabt. Noch ein letztes Mal komm ich wie ein Panzer auf die Bühne. Das ist mein letztes Konzert. Sperrt die Ohren auf, der Ausgang ist versperrt. Ey, der Schrei, der geht nicht klar. Ist egal, wenn übersteuert ist. Lass mal hören. Aber das ist gar nicht mehr normal übersteuert. Underground, Alter. Siehst du das auf? Ich will mich das Croissant essen. Ja. Ja? Kommt alles auf die DVD, Alter. Ich bin immer noch Chuck Norris. Und ich zeige euch, was über den Croissant frisst. Schluss mit dem Affen und Fuß. Wenn ich nicht mit dem Schwanz in der Fotze sterbe, dann Pech gehabt. Noch ein letztes Mal komm ich wie ein Panzer auf die Bühne. Das ist mein letztes Konzert. Noch einmal bitte. Sag mir nicht, du hättest nicht nachgedacht. Hammer. Ey, was ist los? Ey, ich kann es nicht jetzt nochmal so schaffen. Kannst du einfach ausmachen. Ey, das war Hammer. Jetzt gehe ich nachgedacht. Okay, jetzt, es reicht. Ich lasse die eine. Nein.
Eine Spur noch, Alter. Oh nein. Ey, du musst noch eine machen. Ich kann dich. Fertig? Ja. Okay, dann mach ich noch schnell bei Kings einmal. Was ist mit deinem Kokos? Machst du denn nicht? Keine Zeit. Los, schnell, ich mach einen schnell. Immer mehr bloße Tat. Mach deinen letzten Schachzug. Mach deinen letzten Schachzug. Mach deinen letzten Schachzug. Ich hol schnell Dings bei Plus Rohlinge. Wenn ich wieder da bin, brennen und fertig zum Archiv packen. Handlung erfordert immer mehr. Immer mehr. Mach deine letzten Schach. Endlich. Sag mir nicht, du hättest nicht nachgedacht. Eine Handlung erfordert immer mehr als nur die bloße Tat. Der Sieg vom Leben ist halt nur eine Option und die heißt: Mach deinen letzten Schach zu. Eine Stunde nur noch. Eine Stunde nur zu leben. Was würdest du tun? Was würdest du tun? 60 Minuten. Ich weiß, was du tun würdest. Dir die Hose machen. Du Vollidiot. Denkst du noch? Schachmatt. Wie spät? Spät. Ist das dort mal Projekt gescheitert? Spät, Alter. Was sagt die Uhr? Das ist doch jetzt nicht wahr, Alter. 16:42 Uhr. Siehst du, noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten. Noch 2 Minuten. Soll ich dir mal zeigen, Thomas, was für eine Melodie kommt, wenn du mich anrufst? Das wird dir bestimmt ganz toll gefallen. Hammer, Ghostbusters. Sehr gut. Und die kommt nur, wenn ich anrufe, ja? Ja. Sehr gut. Da musstest du mal ein Lied drauf machen. Scheiß mal auf deine Halloween-Kacke und so. Mach mal Ghostbusters. Hammer, ja, warum meine Idee? Something strange in the neighborhood. Ghostbusters. Es stimmt etwas nicht in der Nachbarschaft. Wie rufst du da? Oh Mann, zum Wind. Ich bin Chuck Norris und ihr seid hier in den Studios von Karatefuß. Karatefuß Studios. Yeah. Taktlos! Los geht's. Hallo. Guten Tag. Na? Spielt es jetzt? Okay. Jetzt ist halb sechs. Halb sechs, okay.
bis halb acht. Zwei Stunden später. Welche Geschwindigkeit? Welches Thema? Jetzt bist du wieder dran. Wir haben jetzt ein paar Hip-Hop-Lieder gemacht. Jetzt kommt wieder was, Dings. Was du willst. Oh nein. Los, sag schnell. Dann machen wir mal was Schönes mit Horrorclowns. Was? Okay, Horrorclowns heißt das Lied. Okay, los geht's. Mach mal Dings, so eine Zirkusmelodie. Zirkusclowns, dann kann er. Okay, Stiftzettel. Bis halb acht. Wo schreiben wir? Da sind zwei Plätze da hinten. Das muss böse kommen. Ja. Böse und lustig. Böse und lustig. Mann, wie geht denn diese Standard-Zirkus-Melodie, Alter, die immer im Zirkus läuft? Ja, genau. Das. Genau das. Ey, Robby, Alter, ich klipp eines Tages fertig aus. Was ist hier los, Alter? Na? Hänger, Alter. Was ist hier los? Ja, gut, ich will Tennis spielen. Ja, ruf mich in der Nacht an, Alter, um 3:45 zu gehen, Alter. Ich bin um 4:30 nicht hier, Alter. Darf nicht wahr sein, Alter. Was ist denn die Reifersäule? Aber ich hab voll verpasst, ja. Alter. Das ist ja so, wir können es Wie lang sind eure Strophen? Ich schau nicht gezählt. Ich auch nicht. Hier, hier, hier. Okay, okay. Ihr habt ja dann nicht so aufwendige Strophen, wa? Also so von wegen so viele Spuren, weil sonst, glaube ich, müsste ich den Beat erst kurz einmal exportieren, fällt mir gerade auf. Wir haben keine Zeit, wir haben keine Zeit. Okay, alles klar. Dann, lass ich den mal laufen zum Pegeln. Jetzt bist du. Das war nur Intro. Jetzt redest du. Meine Strophe kommt dann später. Okay, ich hab Refrain auch fertig, ja? Kannst du mich trotzdem schon einwecken, weil ich hab gerade deine Stimme eingestellt. Nee, besser nicht. Okay. Was denn? Bist du noch nicht fertig? Nee, ich hab nur Intro gemacht. Bist du noch nicht fertig? Was? Bist du noch nicht fertig? Was? Yo, yo. Oh, Takti, na? Wie geht's dir? Die Kinder lieben mich, ich bin ihr bester Freund. Sie machen die Augen auf und schreien, das habt ihr nur. Nochmal. Kinder lieben mich, ich bin ihr bester Freund. Sie machen die Augen auf und schreien, das habt ihr nur geträumt. Yeah. Dein Handy! Oh nein, Alter. Nee, keine Ahnung. Nee. Okay, ciao. Ja, ich muss jetzt mal allerdings ganz kaltblütig Handy ausmachen, Alter. Gute Einstellung. Am besten kaputt machen. So schnell, Zack. Das Telefon klingelt, es ist wieder da. Es verfolgt dich dein Leben lang bis in den Sarg. Und sie machen die Augen auf und schreien, das habt ihr nur geträumt. Wie spät? Wie sind wir in der Zeit? Warte, guck ich gleich. 38. Ihr habt jetzt genau noch eine Stunde. 50 Minuten. Will ich nicht vorher nicht, sondern den Zirkus verheilen. Die Kinder lieben mich, ich bin ihr bester Freund. Sie machen die Augen auf und schreien, das habt ihr nur geträumt.
So, ich soll ein bisschen probieren, weil ich... Der nächste bitte! Ah! Da bist du, da ist der nächste. Hier ist er. Horror Unit? Meine rote Perücke gefärbt mit Blut. Scherze auf Kosten anderer gut. Die Betroffenen finden das nicht so lustig. Ich spiele besoffen und stolper mit meiner Faust in dein Gesicht. Zum Lachen bringen. Aha. Nur mich allein. Was? Was? Ah. Okay, fertig. Oh, Evil ist der Hammer, Alter. Das war der Evil Set. Oh, Wasser. Hammer. Mach's alleine, Chorus, ja? Guten Tag. Hallo. Sehr guter Rap. Das ist die Horror-Kirmes. Ja. Das Böse ist da, um euch zu unterhalten, nehmt den Bastard und die Acker unaufzuhalten. Die Welt ist unser Zirkus, tretet herein. Gangster. Ghetto. Ist gut geworden, oder? Killer. Sehr gut geworden. Sehr gut, sehr, sehr guter Track. Ja. Ihr auch noch. Killer. Okay. Killer. 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 Was wollen wir für ein Stück machen, Herr? Ein starkes Stück. Wie viel links BPM ungefähr langsam schnell? Ach, was ist deine Spezialität? Spezialität des Hauses. Ja, lass mal den nehmen, Alter. Ah, ist der ein Blatt? Ausruhen kannst du später, mir tun die Füße weh, nee. Seht her, ich tanze wie ein Bär, West-Berlin, da komme ich her. Kein Frühaufsteher, ich bin ausgeschlafen, frisch, DJ, misch das Lied in die Party, ich lade die Schönste ein. Da die, ja sie, die orientalische Abendsonne, verzaubernd lässt sie ihre Hüften kreisen. Der Haremstanz macht aus mir Eisenschwanz, taktlos, yeah. Ich bin, du bist, wir sind geil. Ich kann mich nicht mehr auf meinen Text konzentrieren, deshalb Freestyle. Hör ich noch ein bisschen, bevor ich die Schlafzimmertür schließe und die Nacht zu zweit genieße. So, jetzt seid ihr dran. Verführt jemand für eine orientalische Liebesnacht. Gute Nacht.
Okay, das war super. Okay, das war super. Bleibst du so bei dem Level? Ja. Okay. Du bist die Schönste. Komm mit zu mir, damit ich dir dein Blut aussaugen kann. Du bist die Schönste. Komm mit zu mir, damit ich dir dein Blut aussaugen kann. Und ist vampirmäßig? Ja, aber Dings, warum hast du nicht auch für dich ein bisschen partymäßig gemacht, nicht nur vampirmäßig? Du hast gesagt, es soll vampirmäßig machen. Du hast mich reingelegt. Wie lange haben wir noch? Okay, alles klar. Das grelle Spotlicht durchbricht den Nebel und erleuchtet dein hübsches Gesicht. Du schaust verlegen, bitte lass dich gehen, zeig ein Lächeln für mich. Lass uns heute etwas funky sein, ich nehme Sekt und schütt ihn in deinen Ausschnitt rein. Es gibt Tage, da soll man nicht denken, du nimmst mir die Flasche aus der Hand, um zu exen. Prost, Baby, auf deinen schönen Arsch, wir tanzen den Humpty im Gleichschrittmarsch. Gestatten Sie, ich bin der Graf Bastard, direkt aus Transsilvanien. Ab und an geh ich raus in den Club und such mir eine Jungfer aus, um sie zu einem Vampir zu machen. Ich beiß dir in deinen Hals, während du deinen Kopf neigst, um zu lachen. Du merkst nicht mal, was passiert, bis du immer und immer durstiger wirst. Hier, probier mal von meinem Saft, der gibt dir neues Leben und so viel Kraft, dass du es nicht verkraften wirst. Du wirst immer müder und stirbst. Kurz darauf wachst du auf, mit deinem Schreck in deinen Augen und mein Blut auf deinen Lippen drauf. Baby, du gehörst jetzt mir, gib mir einen Kuss und mach das Beste draus. Okay. Fertig, wa? Yo! Was mit dem Hook? Am besten du machst diesen Vampir-Part. Okay, dann mach ich den. Dann mach nur die hier, damit ich dir dein Blut aussaugen kann. Okay, Alter. Damit ich dir dein Blut aussaugen kann. Ich und du. Heute Nacht. Gute Nacht. Das kann ganz zum Schluss dann. Erstmal essen, wa? Erstmal essen. Nahrung. Erst das Vergnügen, dann die Arbeit, Alter. Nächste Woche fertig das Album, kein Problem. Dann ist nie wieder Stress. Sag mal, Thema. Kann das so ein Thema für uns? Was ist dein Album? Das klingt voll armselig. Was für ein Thema für mich? Ein Thema. Bitte, die Hälfte reich mir um. Die sexuellen Vorlieben von George W. Bush. Boah, das ist zu pervers. Das ist zu pervers für mich. Hast du schon ein Thema umgebracht? Nee. Reicht das erstmal? Ja. Weil ich muss jetzt los, weißt du? Ich mach unter Zeitdruck. Ist gut, ja? Okay, ich mach den dann von mir, ne? Gut ist nicht gut genug. Rekord.
nicht so gehen drin. Yeah. Was ihr hört, ist kein Test, ich rappe zu dem Beat. Was mich stört, sind Menschen, die nicht merken, was geschieht. Heat, Hitze, die Hütte bebt. Ich besitze eine Gabe, der Untergrund lebt. Du bist halb Mensch und halb Küchenschabe. Biatsch! Biatsch! Ah, fertig. Versuche ich die Welt zu verändern, doch leider versteht man mich nicht dank all dieser Blender. Ich rappe in Rätseln, um Angst und Panik zu verhindern. Kacklos und pass, da zwei parallele Universen fallen aufeinander. Hast du? Ja, nein. Warum seid ihr so dumm? Seid ihr so dumm? Wir bringen euch etwas bei. Warum sind wir so klug? Unsere Geister sind frei. Warum seid ihr so dumm? Wir bringen euch etwas bei. Warum sind wir so klug? Unsere Geister. Warum seid ihr so dumm? Wir bringen euch etwas bei. Warum sind wir so klug? Unsere Geister. Okay, da müssen noch die Stimmen und so richtig gemacht werden. Wer kann das? Du? Ich glaube nicht. Nee? Was richtig gemacht? Soundmäßig? Ja. Mach mal Effekte. Nein. So weit wie geht jetzt in 2 Minuten? 2 Minuten? Dogma 2005 für eure Drecksärsche, Alter, in eure Drecksfressen, in euer dreckiges Leben kommt die Macht, Alter. Dogma, die Zerstörung für euren Kopf. Yeah. Yeah. Hey. Warum filmst du mich? Ich film dich gar nicht. Na gut, ich finde dich auch nicht, ja, falls du fragen solltest, ne? Auf die Idee wäre ich niemals gekommen. Okay. Hey! Was machst du hier mit dir? Ich komm, wir fangen an. Elfmeter. Super. Steht's 0-0? Was ist mit deinem Fernseher los? Das ist voll Dings. Er ist im Arsch. Wenn er heiß wird, dann muss ich noch rauffahren. Warte, ich hoffe dich. Nein, nein, lass! Nee, jetzt ist gar kein Bild mehr da. Drück zweimal die NPC, ist der Beat fertig. Ich mach mir nicht groß Wirrwarr. Okay, okay. Schreib mal den Text hin. Thema? Ich will jetzt ein nackiges Thema noch. Thema! Ich muss doch sagen, was Thema? Muss so traurig sein, muss Jubo sein. Allerdings hast du mal Dings, Alter, wir haben ja also auf dem Album bis jetzt gar kein Battle, war eigentlich? Ah. Ja, und dafür, dass du Battle-Rapper bist, Alter, sollten wir mal ein Battle-Rap machen. Okay. Okay. Also hart, ja? Böse, hart gemeint. Ist geil. Sag ihm, du fandest noch super mit diesen Piep-Sounds. Ja, ey, die Synthes waren Hammer. Die Synthes, die du genommen hast, waren Hammer am Anfang. Die waren besser? Ja, die waren auch geil, Alter. Also. Ah, auf jeden Fall. Alter, das ist echt ein kleines Studio, Alter. Hammer. Scheiße. Ich hab schon in vielen kleinen Studios aufgenommen, aber das ist ja echt mini, Alter.
Hier passen zwei Leute rein, das ist ein Bus. Das ist ein Busstudio. Das ist die Ruhe vor dem Sturm, Alter. Gleich gibt's hier ein Tornado für euch Wichser. Dann hast du geschrieben, Bettentext? Ja, eigentlich schreibe ich die Bände, weißt du? Aber jetzt habe ich langsam ein bisschen Bock bekommen. Ja, ich habe keinen Bettentext mehr gemacht. Hat mal wieder Spaß gemacht. Uhr haben wir angefangen. Das heißt 1 Stunde und 10 Minuten. Ist jetzt nicht mehr übersteuert? Okay, machen. Verspottet und missverstanden wie Jesus. Kannst du einmal kurz ein paar... Nur ein paar Dings, ein paar... Du dachtest schon die ganze Zeit schon auf, oder? Ja. Nee. Ich hab gesagt, ich wollte nur ein Mikrofon einstellen. Achso, na dann nimm mal jetzt auf schnell. Wir haben keine Zeit mehr. Fertig? Jo. Verspottet und missverstanden wie Jesus. Hier kommt der Komet und bringt einen die Venus. Bass. Takt. Lange verwest und war niemals fresh. Ihr Wichser. Ein Schwanz in deinen Arsch. Das ist was du kriegst, du Wichser. Hau ab hier. Okay. Du willst Ruhm, du willst Ehre. Ein Schwanz in deinen Arsch. Ihr wollt Geld, ihr wollt Fame, ein Tritt in euren Arsch! Ihr seid falsch, so wie Fotzen und deshalb... Ich bin verrückt, ich will noch schneller, keine fertig, Zeit. Fertig? Ja. Oh, hier ist voll Sauna. Ist auf Rekord deine Kamera? Mhm. Da ist so ein weißer Punkt, was bedeutet das? Rekord. Bei mir ist der rot. Rot wie Blut. Bei dir weiß wie ein Engel. Hört ihr diesen Bass? Da kommt ein Bass her. Ein Bass. Woher kommt der Bass? Aus dem Mittelpunkt der Erde. Was ist das für ein Bass? Der Bass der Vergeltung. Fühlst du den Dämon, wie er auf dir tanzt? Ich spiele mit dir ein Spiel, das schön schnell ist. Dämon. Der Bastelmann hat das Spiel gewonnen. Bitch. 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 Da zur Hölle. Das ist hier eng, Alter. Okay, ich nehme jetzt auf. Hast du was zum Kleben? Dass ich den Text hier ranmachen kann? Muss ich holen? Leider nicht. Keine Zeit. Fertig? Nee. Man ist wie Training hier, was los? Wie spät? 22:54 Uhr. Okay, habe ich noch 5 Minuten. Fertig? In einer Minute musst du alles abmischen. Fertig? Ich sag, wenn ich fertig bin.
jetzt. Dein Gesicht und dein Name sind Reklame für die Hintern von Paviane. Du wurdest schon so oft gefickt, dass dein Rückgrat platt ist. Du... Erst jetzt entscheidet sich, was in dir steckt. Ich muss vor auf Klo, Alter. Jetzt muss du... was? Ich muss kotzen. Jetzt muss... was? Ey, ich nehm alles abmischen, ja? Ja, mach mal! Ja. Mach mal mit Dolby, 5. Round. 5-1, Dolby. Ich will diese eine Stimme, will ich halb hinten links. Und dann will ich vorne ein paar Stimmen auch haben. Und diesen einen Sound will ich oben haben. Willst du auch Hall und die Stimme, alles auf die Stimme abmischen und so Hall und so? Ja, 4. Stock. Beeil dich. 4. Stock. Fahr in den Keller. Ich Fahrstuhl. Nicht, schaff ich nicht 6 Minuten. Ich will Fahrstuhl-Sound. Das ist unmöglich. Überall. Nichts ist unmöglich, Mann. Wir sind das Dogma-Team. Ruhig jetzt. Ja, hab ich gesehen. Du musst immer so machen, wie ich gesagt habe. Wie hast du denn gesagt? So wie ich gesagt habe. Verstehe. Ich sag alles nur einmal. Manchmal auch keinmal. Musst du trotzdem so machen. Und wie ist die Zeit? Wir sind schon etwas über der Zeit. Angeblich. Soll ich über 20 Minuten gebraucht haben für meinen Part? Aber tatsächlich steht die Zeit still, wenn ich aufnehme. Hallo! Hey! Hey! Jungs! Wer ist da? Untergrund. Keller. Keller-Rap. Ja. Mahlzeit. Machen wir jetzt Titeltrack, ja? Yes. Na, warum nicht? Wie soll der heißen, der Titel? Dogma. Boah, der muss ja voll Psycho sein, ne? Ja, übelst. Wieso Psycho? Jetzt ist 9 Uhr, ja? Jetzt geht's los. Stoppuhr. Mach mal Loop, damit wir schreiben können. Denk dir doch schon mal ein bisschen ein paar Sachen aus. Wie viele Lieder habt ihr denn schon? Nein, Scheiße, Alter. 3 Minuten noch kein Beat fertig. Ne? 10 mal. 10? Das ist ganz schön wenig, oder? 18 sein. Wir machen mit DVD und alles in eine Hülle beides und verkaufen teurer ein bisschen. Ja, war ja. Ich auch so. Ja. Wir müssen neue Sachen machen. Wir müssen ein paar lustige Sachen machen, Alter. War das lustig? Nee, Alter.
hat, glaube ich. Also sind's, was ist die Hälfte davon? Schnellrechner? 71. IQ? 71? Okay. 71 ist ein Hammer, correct, oder? Das ist ein Hammer. Das ist hektisch, war der Beat? Na, kann man einmal hören, dann skippt man weiter. Ah. Halt mal die Kamera kurz sehen. Hat man nicht gehört, den Furz, ja? Nee, aber wie ist gemeint? Du hast auch gefurzt? Ey, Schweine, geh erstmal in die Sauna. Jetzt bei
bringe ich die Kohlen zum Glühen. Hallo? Hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Du denkst nicht weiter toll. Decke deine Haben und dort du rappel deine Plage. Takte du Butter, sind die Antwort auf die Frage. Nach dem ich bin. Kamikaze, Kid. Wollte du Tag. Ah. Egal wie man bekämpft und verdichtet, man kann nicht weit machen. Alle the Dab Check, Hoi Checken. Wo man hintritt, Hoi Checken. Überall Hoi Checken. Im Kopf sind die Dank damit stecken. Hängen geblieben wie Zecken. Versuchen die mir mein Herz Blut zu stehen. Das ist unsere Musik, Dogma. Rap, das ist der Titeltrack und Nigga, du bist wack. Ich höre den Beat nicht. Heuschrecken, sie sind nichts weiter als Heuschrecken, alleine harmlos, deutscher Rap ist eine Plage, Taktus und Bastard sind die Antwort auf die Frage, nach dem Sinn ich bin Kamikaze, Killer, Mord und Totschlag. Ah, 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 ah. Mord und Totschlag. Ah. Im Kopf sind sie langsame Schnecken, hängen geblieben wie Zecken. Hängen geblieben wie Zecken. Selbstverständlich gebe ich dir eine Chance, aber du hast keine. MCs fühlen sich unwohl, wenn ich ins Mikro reime. Steine? Für mich ist ein Berg nur ein Stein. Meine Wahrnehmung findest du übertrieben. Die Wahrheit ist, du bist zurückgeblieben. Eigentlich solltest du abgetrieben werden, aber deine Mama war zu feige. Und als sie dich mit dem Hammer erschlagen wollte, traf sie nur ihren Finger. Musik! Fertig? Dogma. Berlin. Opfer. Takti. Dogma. Beat. Gefahr. Musik. Reicht? Sehr, 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 sehr gut, sehr gut, sehr gut. Brrrr. Wie lange noch? 37 haben wir es jetzt. Doch, 23 Minuten. Ja. Warten auf dieses Minut. Hier habt ihr, was ihr wolltet. Beißt durch die Zähne aus. Doch mal ist Schluss. Sekunde zählt, keine Minute fehlt. Ein Take, ein Bit, ein Track, ein Schritt. Nach vorn zum Ziel im Königsspiel. Dort warten, Schlampen wartet Geld. In nur 2 Stunden gehört uns die Welt. Von Dogma, die Endphase, letzter Tag, letztes Lied, letztes Gits, letzte Vorbereitung. Dogma ist bald vollendet, Alter. Das Megaprojekt Bastard und Taktlos gegen die Zeit. Und
Ich möchte alleine sein. Yeah, yeah, zurück im Number 5 Studio mit deinem dicken Beat von DJ Sass. Jetzt wird gedogmat, Alter. Welchen Witz denn? Jeden außer dem. Management von Horrorcore. Sag mal einen schönen Gruß an die Ärzte. Warte mal. Hast du gesagt? Pöbel mal was jetzt. Ich halte es an Dings, an Mikro. Hast du gepöbelt? Hammer, Hammer. Okay. Hadi, gülle, gülle. Ciao. Hörst du mich? 1, 2, hörst du mich? 1, 2, 1, 2. Und da war der Ansatz, ne? Hier sind die zwei Ärzte, die so dreckig sind für der tiefste Süden. Wenn ich euch sagen würde, wir sind Jiggy, dann würde ich lügen. Ich hab kein Geld übrig für Bling Bling, Scheiß auf Eis. Und habe dennoch mein Ding drin in deinem Vibe. Man nennt mich Bastard und mein Ärzte nennt man taktlos. Wenn wir die Bühne betreten, sind die Fans ratlos. Sie wissen nicht, ob sie feiern sollen oder vor Angst erstarren. Wir rufen, was macht mein Label, begleitet von E-Gitarren. Horrorcore und Fick die Biatch machen gemeinsame Sache. Während Takti am Mic ist, hört man meine gemeine Lache. Wir sind die durchgeknalltesten Jungs hier im Rap-Geschäft. Ihr würdet gern sein... Hier sind die zwei Ärzte, die so dreckig sind für der tiefste Süden. Wenn ich euch sagen würde, wir sind Jiggy, dann würde ich lügen. Ich hab kein Geld übrig für Bling Bling, Scheiß auf Eis. Und habe dennoch mein Ding drin in deinem Vibe. Man nennt mich Bastard und mein Ärzte nennt man taktlos. Wenn wir die Bühne betreten, sind die Fans ratlos. Sie wissen nicht, ob sie feiern sollen oder vor Angst erstarren. Wir rufen, was macht mein Label, begleitet von E-Gitarren. Horrorcore und Fick die Biatch machen gemeinsame Sache. Während Takti am Mic ist, hört man meine gemeine Lache. Wir sind die durchgeklärtesten Jungs hier im Rap-Geschäft. Ihr würdet gerne sein wie wir, doch ihr seid nicht echt. Das Original aus West-Berlin gibt sich heute die Ehre. Ihr könnt euch weder vor uns verstecken noch gegen uns wehren. Wir kommen sicher wie das Armageddon auf euch zu. Erzählt, wie real ihr seid, doch von uns hört ihr nur ein Buh. Yeah. Dogma 2005 kommt auf euch zugerollt wie ein Komet auf die Erde. Habt ihr gehört? Die haben so einen Komet abgeschossen. Und jetzt der giftige Staub von dem Komet fällt auf die Erde. Hammer, wa? Die haben so einen Prall verursacht, nicht abgeschossen. Ja. Und die meinten, da ist jetzt alles voller giftiger Staub und so. Das kommt jetzt alles auf uns runter. Ja. Wer glaubt's jetzt? Ich, Alter.
Also stand in der Bild-Zeitung. Die Bild-Zeitung. Bild dir etwas. Okay. Neue Spur. Jo. Hier sind die zwei Atzen. Gehst du Süden? Die Lügen. Bing, bing. Eis. Ding, ding. Wahl. Tack, los. Tack, los. Tachen. Iggy, Tachen. Sache. Hier im Rap-Geschäft. Ihr würdet gerne sein wie wir, doch ihr seid nicht echt. Das Original aus West-Berlin gibt sich heute die Ehre. Ihr könnt euch wieder vor uns verstecken, noch gegen uns wehren. Wir kommen sicher wie das Armageddon auf euch zu. Erzählt, wie real ihr seid, auch von uns hört ihr nur ein Buh. Super. Okay. So, Jiggy D, Alter. Jiggy D. Brauche jetzt einmal frische Luft. Ist so eng das T-Shirt. Kaum Luft. So. So. Jetzt. Was ich zu sagen habe, lasse ich mir nicht vorschreiben. Vorschreiben? Nein, ich schreibe meine Texte selber. Übertreiben und trotzdem auf dem Teppich bleiben, dem fliegenden Teppich. Ich streite mich mit Sicherheit nicht. Wegen ein paar Bagatellen kannst du dir vorstellen, dass das Leben kurz ist. Zu kurz für eine Unterhaltung mit dir. Also bitte, trete ein paar Schritte zurück. Ich möchte meine Bärentanz tanzen und dann meinen schweren Schwanz. Ui, ui, ui. Okay, den muss ich nehmen. Okay, jetzt noch eine Doppel. Was ich zu sagen habe, lass ich mich nicht vorstellen. Selber. Dem fliegenden Teppich, ich streite mich mit Sicherheit nicht wegen ein paar Bagatellen. Kannst du dir vorstellen, dass das Leben kurz ist? Zu kurz mit dir. Trete ein paar Schritte. Ich möchte meinen Bärentanz tanzen. Schweren Schwanz. Attraktiver Blickfang. Schick. Schenken. Denken. Ist das schwer? Reicht, wa? Ja, der scheiß Chorus kommt jetzt. Du bist schuld. Du hattest keinen besseren zur Auswahl. Yeah. Los, wenn wir die Bühne betreten, sind die Fans ratlos. Sie wissen nicht, ob sie feiern sollen oder vor Angst erstarren. Was ich zu sagen habe, lasse ich mir vorstellen. Ich schreibe meine Texte selber. Übertreiben und trotzdem auf dem Teppich bleiben, dem fliegenden Teppich. Ich streite mich mit Sicherheit nicht. Wegen ein paar Bagatellen kannst du dir vorstellen, dass das Leben kurz ist. Was ich zu sagen habe, lasse ich mir nicht vorschreiben. Vorschreiben? Nein, ich schreibe meine Texte selber. Uiuiui. Dogma ist vollbracht, Alter. Yeah, morgen wird's gemastert. Übermorgen kommt's in die Läden. Und übermorgen auf den Index. Na, was mit Skiz? Tja, Pech. Keine Skiz, Alter? Na, woher? Guck mal auf die Uhr.
Ich rufe dich nachher an und dann mache ich über Lautsprecher an und dann sagst du irgendwas. Okay, cool. So wie Orgi-mäßig. Oh, Ballschmerzen. Ich kann keine Skizze machen. Ich muss meine Stimme tun. Lache. Boah, über Kopfhörer hört sich das übelst krass an. Super. Super. Da war noch ein okay Doppel. Ja, das hat sich super gehört, hat super gepasst. Ja. Das hat das Lied noch gerettet. Ne? Ja. Der Zufall war aber gut für uns diesmal. Okay, Doppel, super. Nochmal ein Witz zum Schluss. Ui, ui, ui. 4 Stunden machen wir? Für 4 Leute oder was? Wo ist der Beat? Was sagt die Zeit? Wer ist noch alles drauf noch? Nur ihr. Ja, cool. Hammer. Ich habe einen Mann, der mich von Zeit her scheißt. Ich bin zu kochen, ich bin hier, der Bock, der in der Zeit auf sich. Ich habe auf die Schleife, auf einen Fall, auf die Schleife, 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 au
die DVD wird bestimmt so Hammer. Wir schreiben Texte und nehmen auch fertig. Nimmst du auf? Vorhang auf für das zweite Kapitel von Hardcore Horror. Ja, jetzt kommt MC Bastard. Ja. MC Bastard. Ja. Okay. MC Bastard, das böse Kind, ich tauche auf und verschwinde unbeständig wie der Wind. Der Vorhang neigt sich und langsam zeigt sich, wer hier eigentlich eure Albträume schreibt. Buchstaben und Wörter verwandeln sich in blutige Mörder, schreit euch die Seele aus dem Leib, doch nur ich kann euch hören. Weit und breit ist keine Menschenseele, die stört. Horrorcore-Rap ist meine Arbeit, die ich genussvoll verrichte. Und ich leck mir meine Finger, nachdem ich genüsslich vernichte. BC, das ist die Gang, die mich durch mein Leben begleite. Wer weht, sind alle Feinde, die unseren Fame beneiden. Was wollt ihr tun? Wir haben überall Ruhm. Yeah. Deutschland im Dogma-Wahn, wir folgen dem Masterplan und er führt uns zu dem Geld, wir besitzen bald die Welt, wenn unser Schicksal sein Versprechen hält. Sehr gut. Okay. Takti! Los geht's! Bastard! Bestimmt kommt gleich die Pizza, wenn mein Rap da ist. Wenn unser Schicksal sein Versprechen hält. Hallo! Hallo? Okay, wollen wir loslegen? Hallo? Okay, los geht's! Hallo, hallo! Du hast ihn auch letztens getroffen, ne? Mhm. Alle haben ihn getroffen, wir haben schon ein bisschen telefoniert und gechillt. Sinan ist weg. Bist du soweit? Hallo! Mörder, Mörder ist, was sie rufen, Nutte. Ich schmeiß dich die Stufen runter, das Untergrundwunder, T.A.K. ist da. Ja, ich bin es, euer Publikumsliebling. Ich möchte niemand zum Zuhören zwingen, aber ich zwinge MCs und Nutten in die Knie. Ich sage alles mit der Ironie des Schicksals und ich gebe keinen Fick. Falls du mir nicht glaubst, dann fick dich. Du bist willig, aber ich will dich nicht ficken. Ich will dich töten, abschlachten, ich schneide dir ein Loch in deine linke Titte. Und dann fick ich die Titte, du hörst Schritte, aber kannst du niemanden sehen, du hast Angst. Bitte verschonen, das sind deine Schritte, du bist einer von der Schulensorte. Ich ermorde Berlin, damit ich alleine wohne. Biatsch! Okay. Jetzt kommt nicht wahr? Ja. Damit ich alleine wohne. Alles klar? Erzähl. Ja. Ja, 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 ich hab's bekommen, Alter. Sehr gutes Album, Alter. Oh, putsch. Oh, Kofu. Ja, ich hab Ringo auf jeden Fall. Putsch. 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 Kofu. Weiß ich nicht, demnächst brauch ich Rippels, wenn du willst. Ich ruf dich an, ich nehm grad noch auf, weißt du? Okay, bis dann. Putsch. Ciao. Hi. Hi, tut das weh. Ei, tut das weh. Ein kleiner Indianer. Yo, yo. Auf geht's. Yo, yo, yo. Ah. Hallo.
Hallo! Los. Hey! Hallo! Hallo! Was? Jetzt geht die Kacke los hier. Okay, 2-3, 2-3. Brr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 r
Warum lachst du, Alter? Weil es alles andere als Urlaub ist, oder? Danach brauche ich nochmal Urlaub. Ich rechne mir gleich zweimal ein. Krass, krass. Wo ist es? Basta! Basta! Oh! Das war die Rache, Alter! Basta! Guck mal jetzt! Boah, hast du gesehen? Boah! Nochmal! Boah! Warte nochmal! Warte nochmal. Warte nochmal. Warte nochmal.